So, dann stell dich doch mal vor, wer bist du? Ja, ich bin Viktor, ich bin fast 17 Jahre alt, also noch 16, aber wir haben ja den 2. November, wo wir das Video machen und also noch bin ich 16, aber ich werde dann in 22 Tagen schon 17 und ich komme aus Falkensee. Okay, und du hast die Diagnose Asperger-Syndrom, richtig? Genau. Wie würdest du denn eigentlich dieses Asperger-Syndrom beschreiben? Was charakterisiert das denn eigentlich? Ja, es ist schwer eigentlich. Naja, vielleicht haben manche so eigene Ticks oder so, aber ich bin jetzt eigentlich ein ganz normaler Mensch mit einer ganz normalen Routine und halt auch mit ganz normalen Ritualen und mit einem ganz normalen Leben letztendlich auch. Was denkst du denn, worin unterscheidest du dich denn überhaupt von sogenannten neurotypischen Menschen? Ich persönlich mich jetzt gar nicht. Also gibt es ja halt den großen Unterschied. Ich komme mir eigentlich sogar ganz normal vor. Ich weiß halt einfach nur, dass ich die Diagnose habe, aber ansonsten bin ich eigentlich ganz normal und habe jetzt auch nicht so die Ticks und weiß ich nicht, schreie jetzt nicht rum oder mache nicht irgendwas, was dolle auffällt und was halt auf die Diagnose letztendlich hindeuten könnte. Wofür interessierst du dich denn besonders? Hast du spezielle Interessen? Ja, so alles was Räder hat, von, weiß ich nicht, Mopeds über Fahrräder bis hin zu Autos und LKWs und ja, also quasi alles, was Räder hat. Alles, was Räder hat, und da kennst du dich wahrscheinlich auch sehr gut mit aus, oder? Ja, also klar muss ich mich auch mal belesen und muss mir alles mal angucken, aber wenn ich es dann einmal hab, dann kann ich auch Außenstehenden was dazu sagen und bringen. Und es ist auch mein Traum, also mein Traumberuf halt Automechatroniker und ich will halt auch in der Sphäre arbeiten. Also Autos sind das Interessanteste, was Räder hat für dich. Richtig, ja, und Ja. daneben bin ich eigentlich noch so ein Musikbegeisterter. Also ja, viele werden sich jetzt wahrscheinlich auch fragen, was höre ich? Ach, eigentlich von A bis Z alles, fast außer, weiß ich nicht, Klassik und sowas, das ist nicht so meins, aber weiß ich nicht, was so aktuell in den Charts ist und 80er, 90er, manche 70er auch, wobei von 70ern kann es mir auch zu viel werden, weil also eigentlich ab 80er bis zum heutigen Tag höre ich eigentlich wirklich alles. Ja, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, über die 80er. Das sind ja so ein bisschen meine Jahre, 80er und genau. 90er, Genau genau. so. Und wen hast du denn da am liebsten gehört? Oder gibt es da einen Lieblingsmusiker aus den 80ern oder Musikerin? Nö, also eigentlich jetzt kein Favorit. Also Insgesamt so, was gefällt dir denn so an der Musik aus den 80ern? es ist entspannter, also manches ist entspannter und manches ist halt so aufputschender und das variiert dann immer hin und her und das haben die auch in den 80ern und 90ern ganz gut hingekriegt und heute ist es ja auch so und ja, aber halt das meiste, was ich höre, ist so entspannter und ja, und wenn ich halt mal wirklich abschalten will, weiß ich nicht, manche geben sich so Opernmusik und sowas, das ist Das gefällt dir eigentlich nicht gar nicht so. meins, aber wenn dann mal ein guter, entspannter 80er kommt, weiß ich nicht, Back for Good von Take That beispielsweise, dann entspanne ich da schon. Das reicht mir. Da muss jetzt nicht irgendwelche Opernmusik laufen. Die findest du nicht entspannend. Die finde ich fast zu entspannt. Also die finde ich Aha. schon mehr langweilig, also sowas hört mir vielleicht zum Einschlafen ein oder so, aber das ist jetzt nicht das, was ich im Alltag hören könnte. Nee, das wäre mir zu viel. Und bei Klassik ist es so ähnlich, ja? Das ist vielleicht auch zu entspannend dann. Naja, Klassik ist, also ich verbinde Tatsache Klassik so ein bisschen mit Opernmusik, auch dieses, weiß ich nicht, hier Violin oder Viola oder was es alles gibt, halt Konzerte, wenn sie da manchmal bei, weiß ich nicht, Klassikradio. Wir haben ja hier in der Umgebung Klassikradio, wie auch überall in Deutschland fast, und sowas könnte ich mir nicht geben. Also, weiß ich nicht, vielleicht 10 Minuten, aber dann ist, also, das ist allerhöchstens, dann ist Schluss. Das muss ja auch nicht jeder, mag es ja auch anders, ne? So. Richtig, aber
wie gesagt, also späte 70er, frühe 80er und bis hin zu heute, zu der heutigen Musik höre ich alles. Super. Und gibt es dann irgendwas, also was du zum Beispiel auch noch den Leuten da draußen sagen möchtest in Bezug auf deinen Autismus oder was du möchtest, was die Menschen wissen sollen darüber? Also es ist erstmal, also erstmal kenne ich auch ganz viele, die halt so schon eigene Meinungen sich bilden, also halt Autismus oder Asperger oder was es alles gibt, da muss doch was dahinter stecken. Da ist doch irgendwas, da ist doch bestimmt irgendwas Auffälliges oder so. Ne? Schwachsinn. Man kann auch wie ich einfach mal ein ganz normaler Typ sein, aber halt die Diagnose haben. Das ist Schwachsinn, da irgendwie die Diagnose mit irgendwelchen Ticks oder weiß ich nicht, mit irgendwas anderem noch zu verbinden. Lass das einfach. Am besten belierst du dich da sogar im Internet, was es eigentlich überhaupt bedeutet oder was es ist oder weiß nicht, wie es sich anfühlt, wobei es fühlt sich eigentlich gar nicht an. Es ist eigentlich ganz normal. Man hat halt nur die Diagnose, weiß ich nicht. Man hat halt praktisch nur einen Attest oder eine ärztliche Bescheinigung, ja, so und so, man hat die Diagnose, aber ja, unterm Strich eigentlich alles ganz normal, so ähnlich wie die neurotypischen Leute halt. Super, danke. Das war ein sehr Sehr interessantes gerne. Interview. Ja, dann wünsche ich dir erstmal alles Gute. Vielen Dank.